Sicher ist sicher, Leute, hier mal der Gesundheitsschutz. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ubisofts Spiel. Und zwar, das heißt, es heißt, liebe Leute, es heißt, lass mal den Typen hinter der Kamera wegeditieren. Mario und Rabbids Kingdom Battle! Ich muss es doch ein Stück kleiner machen, das Bild. Ich hoffe, das geht so. Genau. Das letzte Mal haben wir die dritte Welt abgeschlossen. Genau. Und sind zurück ins Pilzkönigreich gegangen. Um uns aufzurüsten, um uns für die vierte Welt vorzubereiten. Dann kam mir aber der tolle Gedanke, ja, wir sollten mal das Backtracking machen. Das heißt, wir werden jetzt jede einzelne Welt nochmal durchgehen, bevor wir jetzt in die letzte Welt reisen. Weil die letzte Welt etwas Besonderes ist. Ich höre nichts. Liegt daran, dass ich meine Kopfhörer schon wieder aus habe. Oder halt ziemlich leise. Der arme Kugelwilli. Da können wir so weit ankommen. Wenn einst die Taten von Riesenkugelwilli niedergeschrieben werden, wird dies nicht zu seinen Sternstunden gehören. Es tut mich schon irgendwie leid. Es ist zwar ein Kugelwilli, aber trotzdem. So, die uralten Gärten. Liebe Leute, da haben wir unseren ersten Boss besiegt. Da war dieser weiße Donkey Kong, auch genannt Rabbit Kong. Wir haben noch keinen Drill. Okay, das B. Ah, das ist hier für die Prüfungen. Das kommt erst nach dem Final Boss. Stattdessen gibt es hier nichts zu essen. Da wir dieses Drill noch nicht haben, um Sachen zu bohren oder so, gehen wir direkt in die erste Welt rein. Ja. Und wir werden jetzt einfach durch die Welt laufen. Ihr seht an der Länge des Videos, dass es länger ist. Wahrscheinlich 30, 40 Minuten. Weil wir jetzt einfach direkt durch die erste Welt laufen werden. Spätestens nach 40 Minuten höre ich dann auf, weil das sonst extremst lang wird auch für mich zum Hochladen. Aber ja. Ein schockierendes, wenn auch erheiterndes Beispiel für das Chaos, das die Verschmelzung beider Welten verursacht hat. Bibo sagt exakt das gleiche wie damals. Nur es sollte jetzt keine Gegner mehr geben. Genau. Denn die haben wir schließlich alle jeden einzelnen schon besiegt. Dafür werden die Münzen aber nochmal angezeigt, also respawnen. Ich überlege gerade, ob wir die Prüfung machen sollen oder nicht. Besiege 14 Gegner. Das ist einfach. Die sind ja alle in einem Zug schon weg. Kämpfen. Also wir dashen den Tod. Dann springen wir auf den da und stellen uns dahin. Das ist ein schönes Anbild. Wenn die Gegner alle direkt weg sind. So, Yoshi kann wie auf Dashen dreimal. Also einer ist. Baby Yoshi macht nicht genug Schaden beim Dash. Müssen wir auf jeden Fall ändern. Gut, er stellt sich dann halt dahin und muss seinen Bombe da rein. Er macht 40 Schaden. Das müssen wir auf jeden Fall noch leveln. Das ist ja hier ein Not-Go. Not-Go? Not-Go? Ich muss alle treffen. Mir egal wie, ich muss alle treffen. Okay, nein, nee. Mich kriegen die Prüfungen nicht so ganz. Ja, okay, wir hätten es auf jeden Fall geschafft in diesen drei Zügen, weil alle extrem stark sind. Außer jetzt Rabbit Yoshi, der die nicht in einem Dash besiegen kann. Klar. Aber irgendwie. Ich weiß, es gibt dafür Kugeln. Ich weiß. Vielleicht machen wir die nochmal nach dem Final Boss dann. Je nachdem, mal gucken. Mir geht es jetzt erstmal darum, um die Rätsel zu lösen, wo man was schieben muss oder so Zeugs. Was wir eben zu diesem Zeitpunkt des Teils, wo wir da wirklich waren, noch nicht gelernt hatten. Beepo wusste ja nicht, wie man Sachen schiebt. Ich habe keine Ahnung, wie man das nicht wissen kann. Hier ist was offen. Haben wir das nicht mitgenommen? Seht ihr, hier ist was offen. Wir haben es nicht mitgenommen. Ein 3D-Modell von einem Gartenziggy. Das hat uns gefehlt. Echt?
Von mir aus. Ich glaube nicht, dass es hier was gibt. Das ist nämlich so ein großes Areal. Wir haben hier... Haben wir überhaupt irgendwas mitgenommen? Jetzt mal ganz kurz. Ich fühle mich irgendwie klein. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich so weit weg sind, dass das Bild einfach wieder ist. Wobei, wenn ich mich so sehe, ich glaube, ich habe eine relativ große Facecam drin. Auch. Grün. Wir müssen grün aktivieren. Wie aktivieren wir grün? I believe I can fliegen? Gar nicht? Ach doch, hier! Ja, hier gibt's aber gar nichts. Wir haben einfach nur grün aktiviert dafür. Strange. Was für uns? Okay, doch, hier haben wir alles. Es sieht auch schon so aus, als ob wir... Wobei, halt, da hinten geht's noch runter. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall viel rum machen. Um zu gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Werde wahrscheinlich 10 Mal hin und her laufen. 1000 Sachen übersehen. Aber das passiert halt mal. Das sind nur Bonusfolgen. Ihr müsst sie euch nicht angucken. Ihr könnt. Hier werden wir in der Story auf jeden Fall nicht weitermachen. Vielleicht werde ich so ein, zwei Infos fallen lassen. Nebenbei. Wo ihr so ein bisschen Tipps bekommt oder so, wenn ihr kämpft. Was? Ne, das. Wobei, da geht es um die Ecke, oder? Ja. Habe ich übersehen. Wir haben gar nichts mitgenommen. Ein Soundtrack, und zwar Prolog. Genau. Zum Beispiel kann ich euch Tipps geben. Benutzt immer eine Bombe beim Rabbit Kong Fight. Weil ihr könnt auch eine Person draufstellen. Ja, könnt ihr. Könnt ihr. Aber diese Person wird dann halt auch von Rabbit Kong gegriffen und aufgegessen. Das ist zum Beispiel nicht gut. Oh, hier haben wir was zu trinken. Können wir uns aber nicht anschauen, schade. Genau, jetzt kommen wir in dieses Gewässer. Das Wasser mit dieser Auflösung, ey. So sollte jedes Mario-Wasser aussehen. Hier kommen wir irgendwo hin, aber nur zu einer Kiste, die wir aber schon geöffnet haben. Wo geht's denn hier nach... Hier geht's weiter. Warte, wo geht's denn hier hin? Hier ist noch so ein... Da kommt man nicht runter. Mario kann nicht springen, beziehungsweise nicht an so einer Stelle. Guckt mal da hin. Aber der rote Knopf, der ist schon aktiviert, okay. Heißt, das, was auch immer das ausgelöst hat, wir haben es schon mal gemacht. Wahrscheinlich ist es die Röhre. Ja, okay, es ist die Röhre. Gut. Kannst wieder zurückgehen, Mario. Hast du gut gemacht. Nochmal schön hier überprüft. Genau. Die Musik entspannt immer noch. Hier haben wir die nächste Aufgabe. Blau ist einfach. Genau. Es gibt noch mittelschwer und super duper schwer. Hier können wir was machen. Ich sehe es. Da ist was zum Schieben. Falsch geschoben. Keine Ahnung, lohnt sich das, das dahin zu schieben? Nee. Okay, was haben wir hier? Verblüffende Blöcke. Ein Kunstwerk. Wir werden uns das alles auf jeden Fall in der letzten Folge von MRKB anschauen. Und wo kommen wir denn hin? Okay. Ja. Rabbit Luigi bekommen. Ganz kurz. Haben wir das echt übersehen beim Spielen? Beziehungsweise ich hätte es ja erkennen müssen, dass da eine Kiste ist. Ich bin sehr unaufmerksam. Wobei am Anfang der Folgen, also bei den ersten paar Folgen, war das relativ früh morgens, beziehungsweise war ich gerade erst aufgestanden. 18 Uhr. Und da war ich halt noch nicht so wirklich darauf vorbereitet, auf alles zu achten. Okay, was haben wir? Hier ist es mit dem Schieben jetzt. Und zwar müssen wir das oben gebildete nachbilden. So, die erste Kiste da oben rechts ist ganz oben in der Ecke. So, und die dann hier runter. Genau. Bekommen wir eine Kiste für. Und zwar, oh, 10 Powerkugeln dafür, dass wir es repliziert haben. Genau. So, wir laufen einfach mal weiter. In der Hoffnung, wir finden noch mehr. Genau, jetzt sind wir bei diesem Gartenschloch. Oh, das fand ich auch voll cool. Wobei, da mussten wir Toad mit uns rumschleppen. Das fand ich nicht so toll. Das nervt jetzt zum Beispiel gerade, dass ich mein Kopfhörerkabel hier, was extremst kurz ist, vielleicht 1 Meter oder so, sich die ganze Zeit da aufnimmt.
Am Mikro. So, was haben wir hier links? Nichts. Was haben wir hier vorne? Nichts. Was haben wir hier? Hier können wir uns rüberschießen. Gibt's hier bloß Coins? Hier gibt's bloß Coins, aber Coins brauchen wir, denn wir müssen auch noch wieder Waffen kaufen. Weil die vierte Welt wird anspruchsvoll. Die vierte Welt ist wirklich die anspruchsvollste. Klar. Es wird schwerer. Also eigentlich wird ein Spiel nie schwerer, wo man sich Sachen kaufen kann, die einen stärker machen. Das Spiel ist immer gleich. Es wird halt... Also stellt euch vor, am Anfang habt ihr eine Waffe, die macht 10 Schaden und Gegner, die haben 50 Leben. Und nachher habt ihr eine Waffe, die macht 100 Schaden und die Gegner haben 500 Leben. Es macht keinen Unterschied im Prinzip. Schon, wenn ihr jetzt nicht das Geld habt, klar. Aber die vierte Welt ist dann nochmal was anderes. Die vierte Welt ist wirklich anspruchsvoller. Die ist... Das ist wie wenn ihr Welt 1 auf doppeltem Schwierigkeitsgrad stellen würdet. Also, dass die Gegner doppelt so viel haben. Ich glaube, Ziggis haben über 200 Leben. 240 oder so. Und nicht nur noch 150. Ist hier nix. Nur ein Weg zum Langlaufen. Hier sieht's aber so aus. Ah ne, das ist bloß eine Fighting Area gewesen, wo es nichts Besonderes gab. Apropos. Irgendwo konnte man das einsehen. Ich weiß nicht wo. Es gibt ein Secret Kapitel, also ein verstecktes Kapitel, in dem es nochmal Gegner zu bekämpfen gibt. Also ein komplett, was wir jetzt noch gar nicht erreicht haben, gebietmäßig. Ach, hier sind wir jetzt, schaut mal, da. Wo führt uns das hin? Hätten, haben wir die Kiste aber schon gut. Genau, okay, dann sind wir jetzt, jetzt kommen wir in diesen düster Dschungel, oder nicht? Nee, immer noch nicht. Irgendwann kommt ja da dieser Dschungelmäßig, wo auf jeden Fall mehr Pflanzen sind. Vor allem düstere Pflanzen. Hier ist ein Schatten, das sieht so aus, als kämen wir der Sache näher. Ja, hier. Ihr seht schon, der Boden hat eine andere Farbe. Ist das eine... Nee, eine einfache. Ich finde auch dass das Design von den Toads, also Rabbit Toads, richtig cool gemacht. Genau, hier ist dieser düster Dschungel. Gut, ich behalte doch recht. Ist da drüben das Secret Kapitel? Nein. Aber irgendwie, ja, die Röhren verbinden sich hier gegenseitig. Aber nichts Neues. Hier gibt es noch eine Challenge. Hier kann man was schieben. Hier kann man was essen. Und zwar einen 3D... Die Toad-Freunde, so heißen die also. Okay, doch nicht Rabbit Toads, Toad-Freunde. Wo schießt uns das hin? Hallo? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber hier kann man Sachen drücken. Schon mal eine Brücke erschaffen. Und da vorne sieht es aus, als wäre da noch sehr viel geschlossen. Schaut euch mal an hier. Hier rot und so. Ah, hier ist die Kiste. Powerkugeln, bitte mehr als 10. 5. Super. Mir sieht es so aus, als hätten wir hier... Ja, schaut euch das mal an. Da ist sogar noch eine Bonuskanone, die wir noch gar nicht gemacht haben. Hallo? Uralte Gärten, alte Musik. Okay, müssen wir auf jeden Fall gucken, wie wir da hinkommen. Wir werden wahrscheinlich später noch dahin kommen, deshalb werde ich da jetzt nicht hingehen. Wir werden jetzt erstmal den Düster-Dschungel oder wie auch immer das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, werden wir jetzt erstmal durchlaufen und danach dann die ganzen Challenges machen. Wie heißt das? Es steht nur uralte Gärten da, sonst hat die Kabine ja immer noch Namen. Ja, hier die Toilette. Och, nee, das habe ich schon damals gehasst in dem Hauptgedöns. Hier geht's rechts. Nein, dann geht's hier rechts. Genau. Und da vorne gab's da eine Challenge? Aber die haben wir schon gemacht. Okay. Bitte lass mich runter. Bitte. Na, haha. Hier weiß ich, dass es nichts gab. Gut. Also einfach bloß hier runter. Okay. Hier wurden wir also betrogen. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Ich finde den durch. Ha, 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 ha. Dass das Spiel hier das passt uns. Es hasst. Oh, Hund! Woo!
Okay. Genau, hier war unser Kampf gegen P-Rabbit. Gegen die P-Rabbit-Pflanze. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, geht zur Playlist und scrollt einfach nach unten. Oh. Du, Dingsman-mäßig, X-Men-mäßig hier. Hier gibt's einen Pilz. Den haben wir sehr nötig nach unserer langen Reise. Halt, da hinten sehe ich eine Kiste. Ah, ne, ist keine Kiste. Okay, hier ist sowieso nichts. Das ist wieder. Ne, hier war die P-Rabbit, genau. Oh. Aber da unten waren wir schon komplett. Ja, waren wir. Okay. Dann mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir die erste Welt hier schaffen. Hier, genau das ist das. Hier. Hier sind 10.000 Sachen. Gibt's da überhaupt einen Knopf für? Wofür war denn der weiße Knopf hier? Der hat uns bloß das hier. Skepsis hoch 22. Ach, hier! Nee, hier weiß ich, was ist. Und zwar hier ist das versteckte Kapitel. Und das machen wir jetzt auch gerade. Die verborgene Brücke. Komplett neu. Mit neuen Kämpfen etc. etc. Und sehr viel Sachen zum Aktivieren. Also es sollte... Ja, da vorne ist ein Kampf. Oh, das ist sogar Krobian hier. Wir sind aber relativ gut gewappnet. Oh, hier ist auch ein Gang. Aber ich kann das hier nicht wegschieben. Wie kommt man denn da sonst hin? Egal, wir gehen jetzt erstmal hoch und machen unseren Kampf. Ja, extra Kraftpunkte, sonst schaffen wir das nicht, Leute. Das ist unmöglich. Oh, ein Krobian. Wie schnell ist der Krobian besiegt? Was denkt ihr? Ein Schuss? Zwei Schuss? Ein Schuss, ein Schuss. Wir machen hier 150. Hopsa, oh Gott. Oh, der ist schon tot. Okay, das ist schon mal gut. Können wir hier auf den Krobian schießen? Es ist traurig, wie schlecht die damals noch waren. Und damals hatten wir sogar Probleme. 150 Leben. Und jetzt ist es One-Shot instant weg. Dashen. Bringen. Kommen wir hier rüber? Ne, tun wir natürlich nicht. Treffe ich denn hier irgendwie zu 100%? Ja, den da oben. Mit der Yoshi-Grenade. Genau, der überlebt das Ganze, weil Rabbit Yoshi ist nicht haft. Richtig. Ne, Yoshi. Es hieß, du würdest den da zu 100% treffen. Ah, du triffst den auch zu 100%. Okay. Oh, ich muss gleich drücken, der ist weg. Damit habt ihr nicht gerechnet, dass ich mit Rabbit Yoshi herkomme, oder? Dashen. Springen. Springen. Mit Singen. Ist toll. Ja. Ich glaube nicht, dass wir heute noch mit dem Kapitel fertig werden. Nur eine Vermutung. Wir haben jetzt die 20 Minuten erreicht, die Hälfte der Folge ist schon rum. Heldensicht lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Peng! Nein! Ach komm! Okay, dann kümmert sich. Rabbit Yoshi, du kannst da rüber? Wie weit kann der laufen? Guck mal, wer neben dir steht. Yo, kann der weit laufen? Ich wusste gar nicht, dass der. Okay, dann ist der unser Läufer. Luigi, du bist weg. Wir haben Luigi ein einziges. Stimmt, wir haben Luigi einmal benutzt. Und das war richtig, richtig gut. Da ist Luigi tot gewesen und dabei ins Ziel gerollt. Und damit haben wir es trotzdem noch geschafft. Und das ist kein Scherz. Wo ist der Letzte? Mario, triffst du den Letzten irgendwie? Ja, von hier 100%. Ah ne, der ist sowieso tot, egal was er jetzt tut.
Wenn die Bombe ihn jetzt nicht kriegt, dann ist das eine Schande. Peng. 230 Schaden! Da hat sich der Case dann gute Qualitäten ausgesucht. Das war der erste Kampf. Und es öffnet sich uns ein Weg zu zwei weiteren Kisten. Beepos Lektion. Und ein Gemälde. Rabbit Kong. Oh! Und ein Knopf, den es zu drücken gibt. Der öffnet uns den Weg dahin. Zum Kampf. Sehe ich das richtig? Ja. Sonst ist hier nichts. Gut, dann schießen wir uns direkt mal runter. Ach nee, das schießt uns da. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Gehen wir einfach mal da durch. Ah, und jetzt sind wir hier. Okay, und jetzt fehlt uns der letzte Knopf. Und dann müssen wir noch den Kampf hier machen. Also machen wir den doch gerade. Das ist jede... Oh. Wieso? Ich mache das immer schon automatisch. Wahnsinn. Also ist klar, ich werde mich da voll offen hinstellen. Weil das, glaube ich, zumindest niemanden interessiert, ob Mario jetzt 20 Schaden erleidet. Ich meine ja bloß. Oh, die können weiterlaufen. Naja. Kannst du den hier mal dashen, Yoshi? Was anderes kannst du ja nicht. Hier vorspringen und mal auf den Miniboss schießen. Um zu gucken, ob der One-Hit ist. Nee, ist er nicht. 300 Schaden macht noch keiner von uns. Schade. Hab ich jetzt voll erwartet. Nee, die dürfen nicht so nah beieinander stehen. Trotzdem nicht. Falls die weggesmashed werden. Wir schicken mal so eine Bombe dahin. Die explodiert aber schon bei dem Grobian. Ja, dann lohnt sich das ja nicht. Gut, dann schießen wir auf den. Rabbit Peach kann ihr noch nicht rausnehmen. Boah, ist sie schlecht. Das ist ja schlimm. Das geht ja mal ja nicht hier. Ja, klar ist der raus. Hier machen wir. Also es ist schon komisch, dass wir mit Heldensicht mehr Schaden machen als mit einem normalen Schuss, aber okay. Nee, du wirst mal auf P-Rabbit da hoch. Mach mal Stein. Darauf ist sie nämlich noch nicht gefasst. Es war damals doch nicht in. Läuft die? In die Rage von Mario. Schade. Wie mich das einfach gar nicht interessiert. Weil die P-Rabbit jetzt ganz sicher weg ist. Und zu 100%. Auch wenn nicht, dann schicke ich die Bombe. Es besteht eine Chance, dass dieses Teil nicht sterben kann. Das darf so aber nicht. So, wir dashen den weg. Stellen uns dahin und Rabbit Yoshi, dann nimmst du sie halt raus. Wir haben vollstes Vertrauen in dich. Knockout! Achtung, es könnte kurz Schneesturm. Nee, 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 das geht gar nicht, das geht gar nicht. Auch keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Ich will das Kabel so machen. Ja, perfekt. Nee, das fällt runter. So, ja, perfekt, sag ich doch. Von Goldwaffen wusste ich nix. Okay. Sind die stärker? Waffenauswahl. Nee, sind sie gar nicht. Schade. Aber okay. Hier, Rabbit Yoshi. Dash-Schaden. Geht ja gar nicht. Kann man sich sehen lassen hier. Wo sind wir denn? Wir sind doch jetzt hier oben. Dann müsste doch hier
Wo kann ich denn hier jetzt das Knöpfchen drücken? Ich hab doch gewonnen. Cause we are the champions. Ja, hier ist der letzte Button. Und der lässt unsere Brücke erscheinen. Wir kommen aber nicht mehr zurück und sind hier auf alle Ewigkeit gefangen. Nein, sind wir nicht. Hier ist ein Schiebeteil und wir können uns die Sachen holen. Wir uns natürlich zuerst die normale Kiste. In der Powerkugeln drin sind 20 Stück. Oh, Nobel. Und ein 3D-Modell von Rabbit Kong. Damit wäre dieses Kapitel abgeschlossen. Nach 25 Minuten, okay. Schon mal gut. Und hier geht es ganz normal den Weg weiter. Ja. Genau, das war hier, wo wir den Mega-Bug entdeckt haben, das erste Mal. Und ich glaube, etwas später haben wir dann noch Bowser Jr. getroffen, gell? Nicht vergessen, Leute, den gibt's ja auch noch. Werden wir ihn endlich besiegen. Ja, ich muss den Pilz einsammeln, auch wenn es uns nichts bringt. Das ist irgendwie dieser Mario-Spieler-Drang, den man einfach hat, den Pilz einzusammeln. Hier haben wir jetzt eine Prüfung und zwar... Mittel! Gelb wird mir nicht so richtig angezeigt, ist zu hell. Ah, das war das hier, genau. Mit der Seifenblase, die umgefallen ist. Genau, wir hatten eigentlich alles aktiviert gehabt. Hier gab es auch gar nichts zu holen, glaube ich. War das nicht sogar so, dass es hier eine einzige Kiste gab? Da unten, genau, und das war's. Ja. Der K-Storm, der kann sich noch erinnern. Weil das Let's Play erst am Freitag am Mittwoch gestartet ist und heute ist Samstag. Könnte daran liegen. Ah, genau, hier war. Nee, doch nicht. Doch, hier haben wir Bowser Jr. zum ersten Mal getroffen. Doch, das war hier. Waren wir hier? Ja, wir waren hier. Gut. Das wäre eine Schande gewesen, hätten wir das nicht gefunden. Ja, genau, und hier war dann auf einmal dieses Block. Dies. Und hier können wir runter, da wir Blöcke verschieben können. Yeah. Aber es gibt noch nichts, wo wir eine Statue benutzen müssen. So mit den Ultra Secrets oder so. Aber wir können uns hier wegschieben. Einfach über die ganze Map. Das heißt, so viel wie wir verpassen da nichts. Dafür sind wir jetzt hier. Ja, aber doch, wir haben was verpasst. Wir müssen was verpasst haben. Gartengrobian als Modellgrund. Wir müssen was verpasst haben, weil wir jetzt den ganzen Weg nach oben übersprungen sind. Nein, bitte bring uns nicht ganz zurück. Bitte, na, ich hasse dich. Will, ich hasse dich. Egal, das ist ja bloß der Weg hier. Fruset. Wir gehen hier nämlich through. Wir pass through. Kein walk through, ein pass through. Deutsch. Englisch. Englisch ist es Englisch. Bananen. Ich muss immer an Grodd denken, wenn ich Bananen sehe. Grodd. Hate. Banane. Das war Grodds Spruch. Wenn ihr mich verstehen wollt, schaut euch Flash an. Grodd. Hate. Banane. Wenn ich dran denke, was ich aber sicherlich nicht tun werde, werde ich jetzt mal hier einblenden. Grodd. Hate. Banane. Stattdessen lohnt es sich mal hier reinzuschauen. Mit einer leichten Aufgabe oder super leicht? Ne, einfach. Wir gehen einfach mal weiter hoch. Der Turm hört sich immer noch in Stöcklern. Oh. Ne, hier gibt's. Da gibt's mehrere Sachen. Seht ihr das? Ich habe genau das Gefühl, dass es hier irgendwas gibt, irgendwas zu holen gibt. Halt, wir haben Blau noch nicht gedreht.
Aber keine Kiste oder so, die wir verpasst hätten können. Gut. Hätte sein können, dass es da irgendwie eine Secret Kiste gibt. Gibt es nämlich später noch bei solchen Röhrenrätseln. Das wird auch schlimm. In der vierten Welt gibt es extremst viele von diesen Röhrenrätseln. Nicht mehr feierlich. Das heißt, wir müssen gelb so drehen, dass es da passt. Ja. Müssen wir rot drehen, dass es da passt. Dann müssen wir noch blau drehen, dass es da passt. Perfekt. Und dann holen wir uns doch nochmal gerade diese Kiste hier. Und sind auch schon kurz vor Beendigung der Folge. Und wie viele Powerkugeln sind es? 5. Hätte man in der Hauptstory finden können? Ja, hätte man. Wenn man nicht ich wäre. Kann ich noch ein Stück nach links? Ja, kann ich nicht. So. Dann kann ich das wieder so. Eigentlich würde das so aussehen bei euch, ja. Ich finde aber, das ist hier so zu viel, deshalb habe ich das einfach runtergepackt. Ich habe keine Ahnung, warum auf einmal die Kamera so komisch ist. Aber ich bin stolz auf diese Kamera. Super. Okay, das war so. The red one was this und das blaue war das. Genau. Na hier. 1000 IQ, der kann sich das merken. Ach ja, 1000 IQ. Falls ihr 1000 IQ gelesen habt. Kein Kommentar, ich habe eine Anmerkung reingebracht. Und für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, über was ich genau rede. Seid gespannt. Da wir aber zurzeit bloß 32 Abonnenten haben, kann ich mich dazu noch nicht äußern. Wir müssen auf die 50 warten, liebe Leute. Hier war der Rabbit Pong Bosskampf. Hier gibt es kein Secret oder so. Das finde ich jetzt persönlich zum Beispiel schade. Oh, falscher Knopf. Da oben. Zurück in den Pilzpalast. Und dann werden wir auch schon in der nächsten Folge anfangen in der Sorbet-Wüste die Aufgaben zu lösen und hoffentlich auch das Secret-Kapitel zu finden. Das war's mit dem etwas längeren Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns zu 27,4%. Ja, ich habe jetzt mal aufgeschrieben. Beim nächsten Video. Alle Leute, die ein Video von mir anschauen, sind zu 27% auch noch bei einem anderen Video, das sie sich anschauen. Keine Ahnung, warum das so wenig ist. Ja, und was es hier für Aufgaben und Challenges gibt, die wir machen müssen, sehen wir beim nächsten Mal. Aha. Okay. Ja. Aha. Oh, hier kann man was bewegen. Ja, okay. Bis dann, Leute. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Liken. Bis dann, Leute.